Hallo und willkommen bei Baker Man is Easy. Gemäß dem Motto, jeder kann backen und kochen, zeige ich da heute, wie man Apfelküchlein macht. Das hat meine Oma immer gemacht, beziehungsweise die Oma hat den Teig gerührt und der Opa hat sie gebacken, weil es halt immer ein bisschen riecht, wegen dem Fett. Und die sind super lecker, das haben wir was Süßes, haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt bei uns. Und dahinter wie immer die Zutaten und jetzt legen wir einfach los. Also hier haben wir die Zutaten, das ist überschaubar, ihr braucht nicht viel, das geht da ziemlich schnell. Das Ei vom Tristan, vom Huhn vom Tristan natürlich. Dann ein Apfel, ein großer Apfel. Ich habe nur einen kleinen gekriegt heute, deswegen habe ich noch ein Eckel dazu gemacht. Also ein großer Apfel reicht. Dann hier ein bisschen Vanillezucker. Das ist abhängig von dem, was er macht. Normalerweise macht man es ja mit Mineralwasser und Milch. Wir machen es heute mit Apfelschorle, also Geweihschorle, Apfelschorle. Das steht hier. Dann Sieb, Schüssel, dann das Mehl, 405er, ganz normales. Dahinter haben wir die Milch, Schäler, ein Schneebesen, einen Schöpfer und einen Pfannenwender. Dann ein Messer und dann hinten das Öl. Dann nehmen wir gerade ein bisschen raus, ich habe das nicht abgefüllt. Das ist einfach in der Flasche noch drin. Ich habe jetzt Sonnenblumenöl, ihr könnt Rapsöl nehmen. Und jetzt legen wir los. Also wir fangen an mit dem Apfelschäler. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich mag es lieber und ich denke Kinder, die wollen die Schale auch nicht. Weil es soll ja was Süßes, was leckeres sei, deswegen schälen wir die. Ihr könnt auch ein normales Messer nehmen, ich habe jetzt so einen Spargelschäler oder einen Apfelschäler, je nachdem was ihr daheim habt. Geht halt schneller wie mit dem Messer. Dann schneiden wir in der Mitte durch, dann teilen wir den nochmal. Dann kann man gerade so das Kerngehäuse rausmachen. Leider gerade so ein bisschen rein. Man kann das gerade so rausdrücken. Einfach vorne die Zwiebel ein bisschen ab. Dann einfach so Dreieck schneiden. Dann habt ihr alles schön raus. Also das ist am einfachsten. Wenn da ein bisschen Schale drauf ist, also das macht auch nichts. Schneiden wir jetzt noch einmal durch. Also die können ruhig ein bisschen kleiner sein. Die können natürlich auch größer lassen, wenn du größer willst. Wie gesagt, das ist auch kein Thema. Das ist halt der Vorteil vom großen Messer. Da können da halt gleich Masse schneiden. So die Größe ungefähr. Dann ziehen wir hier das Mehl rein. Sieben, da wird es lockerer. Es wird dann ein bisschen fluffiger und ihr seht, wenn irgendwas drin ist. Also irgendein Vieh halt, wir sollen es nicht. Kann da mal eine Mutt drin sein oder irgendwas im Mehl, wenn es länger steht. Dann machen wir hier den Vanillezucker rein, gleich. Das mischen wir schön durch. Weil wenn man dann die Flüssigkeit rein tut, dann kann das nicht mehr klumpen. Dann verteilt sich das besser. Also wie gesagt, schön durchmischen. Dann nehmen wir unser kaltes Ei. Weil kaltes lässt sich leichter trennen. Jetzt schlagen wir dann hier das Eiweiß rein. Weil in dem Eigelb ist Fett drin und wenn das kalt ist, ist es stabiler. Also wenn das Ei warm ist, dann ist das Eigelb flüssiger und ihr könnt es schwerer trennen. Dann kann es passieren, dass das nicht ganz bleibt, sondern dass die Hülle bricht und ihr das mit dem Eiweiß vermischt. Und dann könnt ihr das nicht aufschlagen. Ihr müsst natürlich auch nicht aufschlagen, aber dann ist es halt auch nicht so fluffig. Dann tun wir hier das Ei rein, unsere Milch und dann der Apfelschorle. Also Apfelschorle. Ihr könnt natürlich auch Weihschorle nehmen und mit Kohlensäure, aber im Wasser. Da habt ihr da so einen schönen Teig. Seht ihr, wie der aussieht? Wenn der schön mit dem Schneebesen außen rumfahren. Dann schmeißt ihr die Äpfel rein. Dann siehst du, das ist ein Hexenwerk. Das geht ratzfatz. So sieht es dann aus. Leicht flüssig. Wir machen jetzt hier noch eine Prise Salz ins Eiweiß rein, dann wird es stabiler. Wenn ihr nicht wisst, was eine Prise ist das, was ihr zwischen Zeigefinger und Daumen festhalten könnt. Jetzt schlagen wir das einfach so auf. Wenn ihr einen Mixer habt, geht es natürlich schneller und einfacher. Aber ihr seid ja beim Baker Man is easy. Wir machen ja so, wie wenn du nichts hättest. Es wird schon langsam. Jetzt schlagen wir jetzt schön steif und dann tun wir es gerade unerheben. Dann sind wir es steif klar, seht ihr, wenn so eine Hütte bildet, dann ist das fest. Dann tun wir das gerade unterheben. Also wir schalten unser Pfannei, höchste Stufe, und heben das gerade runter. Also nicht den Schneebesen, weil mit dem Löffel könnt ihr das besser unterheben. Da bleibt dann mehr Luft im Teig. Dann wäre die schön fluffig. Dann gerade so drunter kurven. Einfach so. Seht ihr, der muss so leicht fließend sein. So, jetzt ist es fertig. Mal Öl in die Pfanne, also du brauchst jetzt auch nicht sparen, lieber ein bisschen mehr. Also ich habe eine beschichtete Pfanne, also wenn du keine beschichtete Pfanne hast, du kannst ja Backpapier nehmen, das kannst du ausschneiden, so grob, ohne leicht Öl rein, Backpapier oben drauf, dann aufs Backpapier Öl drauf und dann kannst du die abpacken, da hängt da nichts. Wenn du das, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann haben wir eine Fischsorge gebraten. So, jetzt ist es gleich heiß. Könnt ihr einfach mit eurem Löffel, wo ihr es gerührt habt, einfach, wenn es zischt, ist gut.
Also kurz vorm Rauchpunkt. Nehmen wir unseren Schöpfer. Also die Größe kannst du natürlich selber bestimmen. Einfach so ein bisschen flach drücken. Einfach so ein bisschen rütteln, dann schwimmen die schön. Jetzt können die schön backen. Sag ich mal so eine Minute, eineinhalb auf der einen Seite, dann auf der anderen. Dann haben wir hier schon einen Teller mit Küchenpapier. Da legen wir den drauf. Dann sind die nicht so fettig. Weil die meisten wollen ja nicht viel Kalorien. Ihr seht es dann auch, wenn das so leicht braun wird am Rand. Ihr könnt da mal drunter gucken, wie die von unten aussehen. Das seht ihr auch schön, die Blasebildung. Die gehen schön auf, die sind relativ fluffig, die sind super lecker. Was ich noch zu sagen wollte zu den Videos, also manchmal sind die halt auch nicht so gut, weil das Thema ist so, ich filme selber, schneide immer alles selber zusammen. Und bei den Sachen ist es oft so, wenn es halt mal gefilmt ist oder beziehungsweise wenn es mal gebacken ist, brauchst du nicht mehr filmen. Gerade zur Info. Und dann noch für die Älteren, wenn ihr das auf dem Handy guckt, ihr könnt auf den Bildschirm draufklicken, dann kommt unten so eine rote Streife mit einem roten Punkt. Und dann könnt ihr die Videos auch hin und her ziehen, gell? Der eine oder andere weiß es vielleicht auch gar nicht, was man mit dem Handy oder so machen kann. So sehen die dann aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen Zimtzucker oder ein bisschen Pudding oder ausgarnieren. Was auch cool ist, mit Vanilleeis nebendran und so ein schönes warmes Apfelküchel. Super lecker. Oder Schokoeis, passt auch super. Wie gesagt, immer ein bisschen gucken. Ich sage immer so eineinhalb Minuten auf der einen Seite bis zwei. Das kommt auch immer auf deine Hitze, von deiner Pfanne, gell? Also ich habe meine jetzt auf voller Stufe. Die können ruhig schön Farbe kriegen. Dann drehen wir sie nochmal. Dass die schön durch wäre. Ihr könnt da ein bisschen drauf langen, das merkt ihr, wenn das arg weich ist, dann sind sie nicht ganz durch. Super, so wie beim Steak halt. Und halt auch dabei bleiben, gell? Seht ihr, die haben jetzt eine schöne braune Farbe. Mit Zimtzucker schmecken die auch super lecker. Oder Vanillesoße oder Weinsauce. Kann man sie rauslegen, einfach so, dann kann ich die noch ein bisschen abtropfen. Dann noch ein bisschen Öl rein, warte mal, bis das auch wieder heiß ist. Und dann backen wir die letzte. Also wie gesagt, es gibt so 5-6 Stück. Also von der Größe jetzt. Ja, die können da ein bisschen verrutschen. Kratzen wir sauber aus. Dann nehmen wir unseren Teigschaber, verteilen das dann ein bisschen. Also da bleibt nichts übrig, gell? Nehmen wir die Schüssel noch, die machen wir sauber. Drücken wir hier noch drauf. Einfach so ein bisschen raus dann noch, dass die nicht zu dick wäre. Seht ihr, dann ist alles leer. Und wie gesagt, immer gleich sauber machen, Wasser rein. Dann braucht ihr nicht so lange rumspülen. Seht ihr, das war's schon. Ging jetzt ratzefatze. Und das merkt ihr ja, wenn es zu heiß wäre soll, ihr könnt hier schon den Ofen ein bisschen runterstellen, der Herd. Also durch soll es ja halt sein und schwarz soll es ja nicht sein. So, jetzt haben wir alle draußen. Dann könnt ihr die einfach so essen. Ein bisschen Vanillezucker oder Zimt und Zucker, das schmeckt auch super lecker. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen garnieren, dass es ein bisschen schöner aussieht. Da schneiden wir noch zwei Apfelecke. So, das dekoriere ich jetzt noch aus. Und in meinem Fall, ich habe hier ein bisschen Schokopudding, ein bisschen Sauerkirsche, ein bisschen Minze. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Und wie gesagt, das seht ihr ja, das sieht super lecker aus. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal. Und gesund bleibe vor allen Dingen. Euer Bakerman is easy.